Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, Kalle hat da so kleine Problemchen. Was heißt kleine? Ja, es sind auch große Probleme oder mittelgroße Probleme. Aber dazu mehr nach dem Intro. Ja, mein Rechner. Mein Rechner hat derbe Probleme gehabt, und zwar habe ich ja die 1 Terabyte Intenso, also diese SSDs, die sind ja zwar nur 128, aber ich habe davon 2 Stück mit jeweils 1 Terabyte. Ich weiß nicht, ob es an der SSD war, auf jeden Fall hat der Rechner plötzlich ganz komische Geräusche gemacht. Er hat immer so gemacht. So ein Klickgeräusch. Das Board hat keinen eigenen Lautsprecher. Ich weiß nicht, woher diese Klickgeräusche kamen. Ich habe dann einiges nachgeguckt. Ich hatte ja 32 GB drin. Davon habe ich jetzt festgestellt, ja, einfach nur reingesetzt, es waren 2 verschiedene Sorten, und ich habe die Originalen, die jetzt eigentlich bei diesem Board mit bei waren, den Speicher, den habe ich drin gelassen, also 16 GB, und ich denke mal, 16 GB ist auch ausreichend, man muss nicht 32 haben. Ich habe die 1 Terabyte SSD Intenso abgeklemmt, weil die wollte plötzlich nicht mehr starten. Also ich hatte dieses Klickgeräusch. Ich hatte einen kleinen Schreck gekriegt, habe den Rechner erstmal runtergefahren. Ich sofort geguckt, was ist da? Ist irgendwie was in den Lüfter reingekommen? Oder ich wusste ja nicht, woher das Klickgeräusch kam. Ich habe aber nichts gefunden. Ich wollte den Rechner wieder starten. War nicht. Ich ins BIOS rein, ist nichts. Ich den USB-Stick reingesteckt und von USB gestartet. Dann war kein Group Customizer mehr zu finden. Also ich konnte mit Group Customizer kein Bootmenü mehr finden. Dass die SSD hatte keine Bootsequenz. Da war nur noch die eine EXT4-Partition drauf, und also Boot EFI, nicht Boot Customizer, nee, mit Customizer kann man die ja einstellen. Die Boot EFI war weg, also war nicht mehr auffindbar. Okay, ich die SSD abgeklemmt, habe von Samsung eine 500 GB SSD reingehangen. Hab die jetzt installiert, hab jetzt aber mein Linux geändert, und zwar habe ich Linux Mint 21.3, und ja, das denke ich mal ist ausreichend. Ich muss das LMDE nicht unbedingt haben. Das hier funktioniert auch. Und eigentlich auch sogar ganz gut, weil ich kann ja hier auch sogar meinen Grafikkartentreiber von der Nvidia-Karte perfekt installieren. Und das funktioniert jetzt auf jeden Fall. So, wie man sieht, ja, man sieht ja nicht viel. Ich werde das mal vergrößern. So, und nochmal, und noch einmal. So ist das wohl groß genug. Denn das Einzige, was ich doof finde, ist der Kernel. Dass der, ja, 5.15, wir sind ja schon bei 6. weiß ich nicht was, 8 oder irgendwie sowas da. Aber gut, das System läuft. Ich habe es jetzt wieder installiert, so wie ich es haben möchte. Es läuft ja alles. Ich werde das auch so belassen. Auf der 500 GB auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass entweder vom Arbeitsspeicher was kaputt gegangen ist, von den anderen 16 GB, die ich noch drin hatte,
die zusätzlich oder dass die sich irgendwie nicht vertragen haben auf Dauer. Oder es lag an der SSD. Ich weiß es nicht. Jetzt läuft der Rechner wieder. Ich habe schon gedacht, der Rechner würde jetzt die Flügel strecken. Naja, ist aber nicht. Ja, also wie gesagt, die Intenso SSDs, ob die so zuverlässig sind, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Schwierigkeiten gehabt, dass auf einmal eine SSD nicht mehr auffindbar im BIOS als Bootlaufwerk. Ich hatte vorher, habe ich doch öfter mal, das habt ihr alle mitgekriegt, mal die SSD abgeklemmt und diese hier angeklemmt und ein System installiert, was ich ausprobieren wollte, weil ich wollte es auf meiner echten Hardware ausprobieren und nicht in einer virtuellen Umgebung. Und nach diesem Test und so habe ich die SSD einfach wieder abgeklemmt, abgeschraubt da, wo ich sie hingesetzt hatte, und habe die andere einfach wieder angeklemmt und lief wieder. Konnte ich auch wieder von starten. Plötzlich macht er das nicht mehr. Wenn ich die abklemme und ein anderes Laufwerk anklemme, findet er dieses Laufwerk nicht mehr wieder. Also im BIOS. Ich kann es nicht als Bootlaufwerk einstellen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob an dem Board jetzt irgendwas ist, ich habe keine Ahnung. Gut. So viel mal zu meinem Betriebssystem jetzt wieder, aber es bleibt auf jeden Fall Linux und es wird kein Windows mehr kommen. Ich bleibe bei Linux und auch bei Linux Mint. Ich habe ja überlegt, Fedora oder Zorin OS, nein, ich experimentiere nicht mehr rum. Weil ich bin mit diesem System, so wie es jetzt ist, voll zufrieden und das bleibt auch so. Alles klar. Schreibt in die Kommentare, was meint ihr dazu? Was könnte dieses Klickern so, was könnte das gewesen sein? Obwohl das Board kein, noch nicht mal hier diese kleinen Mini-Lautsprecher drin hat. Nichts, ich weiß nicht, woher das Klickern war. Ich frage mich immer noch, woher kam, und es war laut. Es war wirklich laut. Ja, schreibt es in die Kommentare. Und reichen 16 GB? Auf jeden Fall, ne? Ja, ich brauche den nicht aufrüsten auf 32. Muss nicht sein. Das System läuft. Also, bis dahin. Ciao, ciao.